Hallo Leute und herzlich willkommen zu unserem Achtelfinal-Rückspiel, beziehungsweise zu unserer Prognose eben. Und ja, mit dabei ist mal wieder der Juli. Und hallo! Meine Wenigkeit. Ja, wir spielen jetzt erstmal, wie man hier schon sehen kann, in diesem prachtvollen Stadion. Das Spiel Real Madrid gegen Schalke. Und ich habe da noch so. Also, das letzte Spiel hat ja Semyon mit Julius gespielt. Ja, also das Hinspiel, die Hinrunde sozusagen. Richtig. Vom Achtelfinale. Was war der Ergebnis nochmal? Also das Ergebnis von uns war 5-2, doch 5-2, also 2-5 für Real Madrid. Und in Wirklichkeit ist es aber 0-2 ausgegangen für Real Madrid. Ja, reicht ja auch. Ja. Ich kann mich wirklich nicht mehr daran erinnern, dass wir, also das so hoch ausgegangen ist. Bei euch? Nee, bei dir. Uns? Warte also, mal. Ich schau das erst auf nach. Ja, ich muss das nachgucken, weil. Das lastet so. Ja. Weil ich kann mich daran erinnern, dass ich ein Spiel, auch Real Madrid gegen Schalke, gegen Julius gespielt habe und da 5 oder 6-1 verloren habe. Ja, und das geht natürlich überhaupt nicht klar. Das ist übrigens meine Aufstellung. Schöne Fünferkette. Der Mauer da hinten. Da, hier. Nee, Moment. Da, hier. Kann das sein, dass es bei dir war? Ne? Ah, stimmt gar nicht. Das war nicht Real Madrid, das war Chelsea. Ah. Kommt auf selbe drauf raus. Fängt auch mit C an. Wie Real Madrid. Ja, gut, ja. Aber was mir auch beim DFB jetzt aufgefallen ist, weil das Fankollision so gerade war, auch ist immer bei DFB wirklich extrem. Also, wenn ihr Fans von Fankulissen seid, oder also so von so. Wenn alles so Täfelchen hochhalten, ist der Geier was, keine Ahnung, so wie die gerade. Fankoreografie. Ja, genau, so. Ja. Dann würde ich schwerstens DFB-Pokal empfehlen. Ja, so. Schauen wir es jetzt? Schwerstens DFB, ja. Warte mal, hier erstmal. Oh Gott. Ey, wer ist denn das? Wen hab ich denn da? Bale. So viel zum Thema, ich hab da was gut zu machen. Benzema war das, ne? Ja. Wichser. Ey. Ja, der Ball trifft schon, ne? Der rollt. Ja, okay. 2 Minuten über den Platz und ist einfach ein Roll. Oh, das bist ja du. Ja, das war fast ich. Aber ich glaube. Wieso bin ich so auf die Weißen fokussiert? Ich kann gegen dich fast nur gewinnen, wenn ich die bessere Mannschaft habe. Glaube ich. Ja, ich bin inzwischen zwar besser geworden, aber. Deutlich. Vom Spielerischen her bist du halt trotzdem noch besser. Ist mindestens. Ja. Oh! Gott, wie erbärmlich. Wieso laufe ich da nicht durch? Und wieso lässt du mir den Freiraum überhaupt? Ja, weil es war nicht geplant natürlich, ne? Na klar. Ja, genau. Mau und Lasch wieder mal. Was willst du denn? Alter! Ich merke das immer, wenn mein Controller vibriert, dass der halt irgendwie so. Aber. Na. Also ja, der wechselt bei mir. Das Problem ist bei mir, ich wechsle immer so komisch irgendwie, weil der das nicht annimmt, so hinten. Hier zum Beispiel. Du lässt mir da hinten so viel Platz und ich verkack's jedes Mal. Ja. Aber du hättest. Taktik. Ja. Du hättest jetzt auf jeden Fall schon mal verdient zu führen. Ja, der eine Kopf war scheiße, aber. Jo! Ja! Nee! Oh, ich hab doch gewartet. Ich hab doch gewartet, dass der Ball halt kommt, aber ich dachte. Weil normal sagst du mir, ich soll einfach draufziehen von der Position. Nö, ich hab den da hinten gesehen. Aber. Ah. Aber das war. Ja, oder was war dran mit, halt. Das war mit hier. Wie heißt das? Oberschenkel? Unterschenkel? Knöchel. Ding da hier. Ach so, okay. Ja, so. Nee, das war sogar eigentlich Fuß, würde ich sagen. Ja, die Tore sollte man für den Fuß schießen, das ist ja der Wahnsinn. Schau mal die Textur über den Haaren so an, Alter, wie es ausschaut. Ja, voll schlecht. Das ist ein schwarzer Strich drüber. Es ist ein schwarzer Strich. Ja, okay. Oh, das ist natürlich jetzt erstmal scheiße, ne? Höllisch unverdient. Ja, ist auch. Ach, der ist so weit hintergezogen, ja. Da steht noch einer. Ja. Schalke hat ja nur die Chance, weiterzukommen, indem sie 3-0 gewinnen. Und das ist. Wie ist denn das, wenn die anderen ein Tor schießen? Dann müssen sie 4-0 gewinnen. Ne, warte. Ja, 4-0. 4-1. Komm! Achso. Komm.
Nee, warte mal. Das ist aber, wenn der außen steht, bekommt er ihn auf jeden Fall. Habe ich noch nie anders erlebt. Ja, oh, es kommt etwas. Schießt. Oh. Das gibt's, das ist unfassbar. Boah, das ist aber schön. Boah, das ist jetzt erstmal. Es ist eigentlich unverdient, wirklich. Ich spiel's jetzt zwar gut raus, aber es ist halt höllisch unverdient. Ich dachte irgendwie, der Pass kam, kommt auf den unteren irgendwie. Das dachte ich eigentlich auch. Aber da muss er einfach nur noch den Fuß hinhalten. Ja, klar. Das ist halt. Ich kann da bei dem Tor machen, was ich will. Wie ich es gemacht habe, wenn ich rauskomme, passt ihn rüber. Wenn ich nicht rauskomme, haust du wahrscheinlich einfach so irgendwie rein. Maximilian Meyer, der Typ ist gut. Ja, der ist auch gut. Der kann halt vor allem gut dribbeln. Der ist im anderen Spiel, also im Real-Life-Spiel, ist er eingewechselt worden und hat einen Kopfball gegen die Latte gesetzt. Der hätte es Ausgleich, also unentschieden machen können. Ja, die haben, glaube ich, einmal richtig gut kombiniert. Ja, das war das, glaube ich. Also hatten nur ein, zwei Chancen. Ja, genau. Ja, ich hab den. Oh. Schade. Ich hab. Ich sag nichts dazu. FIFA-Logik halt. Ich drück und. Ja. Das war so ein Aussetzer wie bei mir. Nein, das war kein Aussetzer. Bloß Deutschland, der ist Deutschland gegen Irland. So sah das gerade aus. Ich hätte es gerne nochmal angeschaut, aber. Das war. Ja, okay. Alter, dieses Stadion. Einfach mal 5 Ebenen. Du hast mich gerade echt blattig gehabt. Ach ja, darf ich dir was sagen? Was? Ich stehe auf sehr defensiv. Deine hat die Fresse. Ja, was ist jetzt los? Keine Ahnung. Vorteil oder so. Ein tolles Bild. Hä? Ja, da läuft ein Kopf entgegen. Ja, ich hab auch gerade gedacht. Ich bin gut bezahlt. Sergio Rodriguez. Ach nee, fängt der Sergio Rodriguez. Da steht halt keiner. Ich habe auch offensiv, ne? Und da steht keiner. Du musst das halt da vorne einfach mal mit 3 Mann oder so. Ich glaube, die wechseln halt richtig scheiße hier. Der fehlt ja wahrscheinlich noch. Nee. So ein Pech. Du legst mir aber auch jedes Mal einen Ball dahin, hey. Ja, du spielst noch. Ja, alles offen. Boah, Alter. Ich muss gerade erstmal wieder drauf klarkommen. Alter, ich hatte gerade echt. Das Bedürfnis, einfach den Ball nach hinten wieder wegzuschießen, weil das wäre sonst zu einfach geworden. Ja, schau, du räumst mich ja dann einfach ab, ne? Der steht auch wieder komplett falsch, ne? Problem ist aber fast das Wechseln bei mir, schau. Ich glaube, das liegt aber echt an der Taktik, die ich vorhin eingestellt habe. Weil dieses Passspiel, das sicher ist, das habe ich so noch nie gesehen, dass das so extrem ist. Also ich habe es auf sicheres Passspiel gestellt. Oh, das ist. Der spielt den immer ganz anders, wie ich den mir vorstelle. Dass der so in Lauf halt reinflankt, aber. Nee, wie gesagt, ich habe das auf sicheres Passspiel gestellt und deswegen stehen die auch anscheinend immer so gut. Dass die halt nicht irgendwie so Risiko einfach mal vorlaufen und mal gucken, ob wir einen Ball kriegen. Schau mal, die steht halt da zufällig mal einer wieder, ne? Klar. Ja, nein. Hast du jetzt eigentlich deine Einzelsaison aufgenommen? Nee, habe ich noch nicht. Also ich weiß nicht, ob ich es mache. Mal schauen. Bin da noch am überlegen. Doch, jetzt raus ich das schon. Also wenn ich kein... Das kann richtig erwerben liegen. Ah, danke. Du stehst da drin halt verdammt eng, ne? Sehr defensiv. Ja, mit den ganzen 5 Leuten, ja. Das Problem ist, in Real Life geht das nicht. Da kannst du es so nicht umsetzen. Nein, nicht direkt. Ah, jo, natürlich. Ach, scheiße. Ich hab gerade echt keine Worte für, warum die so verkacken. Oh. Ja. Jetzt habe ich 3 Leute an dir vorbeigesetzt und der Vierte, der kriegt den Ball dann endlich. Ja, irgendwann muss ja mal einer kommen. Das gibt's nicht! Wie heißt der Trainer von Schalke? Di Matteo? Theo. Ja. Also, lieber Herr Di Matteo, wenn Sie zuschauen, komm. So kann Schalke spielen. So gewinnt Schalke am... Das war vorhin nicht nochmal schlecht eigentlich, aber... Dienstag oder Mittwoch?
Dienstag, ne? Ja, Dienstag, in der Tat. Deswegen machen wir das jetzt auch als erstes. Ja, also. So gewinnt Schalke am Dienstag gegen Real Madrid. Also. Mhm. Ist der Guide oder was? Ja, wenn Sie sich das anschauen, dann bitteschön. Schau mal an, wie der. Oh, Scheiße. Ja, oben abseits wahrscheinlich. Ja. Hörst du? Was? Hörst du? Nein. Ja, gut. Müsst ihr nicht anhören. Wenn ich die mal unentschieden schaffte, das wäre sehr, sehr erbärmlich. Das wäre für mich inzwischen erbärmlich, weil jetzt schon 2-0 führen, nach ungefähr 10 Minuten. Also. Was? Ich drückte eine halbe Stunde auf den Knopf, ne? Und was kommt raus? Sowas. Ja, passt nur in die Mitte wieder. Ja, dachte ich eigentlich. Wer ist denn der Typ Santana? Der geht ja übel ab. Oh, das gibt 11 Meter. Oh, yes, ich wusste das. Oh, nein. Scheiße. Bin das so hinten drin, Fährmann? Ja, ach, der Heldin. Locker, easy. Kein Ding. Nee, der hält ihn nicht. Ich verstehe den. Hey, du hast doch beim Bayern spielen? Latte, ja. Links oben, Latte. Deswegen würde ich gerne wissen, was du so denkst, wo ich hinschieße. Ich tippe auf Mitte. Tatsächlich. Nee, das war ich. Ich wollte nicht zu weit nach links drücken, ich kenne das. Weil wenn ich so drück, dann läufst du und mach den. Applaudieren die eigentlich immer der Rest? Mhm. Ich schaue da immer nur auf den einen, der den Torjubel macht. Die Ecke geht aber echt gut. Ich dachte, ich denke mir immer, dass dir Torhüter halt oder quasi, dass du denkst, dass ich von dir aus linke Ecke so rum rechte Ecke schieße. Aber der war auch schon wieder relativ weit oben. Ja, der war halt relativ, ich habe ihn relativ stark, weil sonst macht er den. Wenn der so ein Lappending kommt, dann ist das auch scheiße. Aber vor der Halbzeit nochmal den Anschluss, das war schon mal wichtig, ne? Ich hatte eigentlich gar keine Möglichkeit, da noch irgendwas draus zu machen. Weil in der Mitte war irgendwo ganz hinten irgendwo einer und dazwischen fünf von dir. Ich wollte eigentlich nur den Ball abgrätschen, aber irgendwie kam der ein bisschen zu weit nach hinten. Das habe ich dann so kurz später gemerkt. Oh, verdammt. Ach, danke. Ach, schade. Ich hätte davor was essen sollen, deswegen verstehe ich. Ja, wie gesagt, ich hatte 2 Döner. Oh, ja. Holst du deine Döner eigentlich immer? Was? Holst du deine Döner eigentlich immer? Also wenn du welche isst. Ja, das ist eine gute Frage. Weil es gibt ja den gegenüber vom Philipp. Ja, genau. Und den hinten beim Edeka. Das ist die einzige Möglichkeit bei uns. Wir können hier mal weiter drücken. Oh, gut. Wollen wir? Ja, wir wollen. Hey, du hast die gelbe? Ja, von dem 8-Meter den gerade. Ja, aber ich will eigentlich... Alter, Ronaldo gibt ja mal die Kondition. Bin ich mit dem irgendwas gelaufen? Nee, aber meine sind ja auch nicht gerade. Oh. Na ja, wohl. Ja, komm. Gelb. Warte mal, ich muss mal kurz. Rot gefährdet. Ich muss mal kurz den hier vergleichen. Alter, Höger ist. Na ja, wohl. Na ja, wohl. Der 3-3, der. Okay, ich lass das doch. Na. Okay. Was hast du gemacht? Den wechselmäßig gelben, jetzt? Den gelben weggehauen. Was, den gelben? Naja, Aogo gegen irgendeinen Innenverteidiger. Oh, warte mal. Ich hab nur eine. Ich war gerade bei Blau und wollte so loslaufen. Oh, dann ist geahnt, aber. Ja, das war Zufall. Nein. Abseits. Jo. Riesenweit abseits. Soll ich sagen oder soll ich lassen? Ja, nee, lass es. Nee, lass es. Das war nur 3 Meter. Der war, oh. Ach, den konntest du gar nicht mehr steuern, der ist einfach losgerannt. Nee, Freundchen. Nicht mit mir. Oh. Nein. Nein, der ist sogar nochmal zurückgelaufen. Böse. Du. Ach so, okay. Ja, rückwärts ist er gelaufen, ja.
Ja, es sah so aus. Ich habe das nur so halb erhaschen können gerade, aber. Oh, erhaschen. Oh, hast du ein neues Wort? Ja, was wissen du jetzt? Nix waschen. Hä? Oh, nee. Ich dachte gerade, der ist nicht drin, Alter. Okay. The fuck? Was ist da los? Boah, gerade noch so habe ich den rüber gekratzt, ey. Wer ist das denn? Wer ist denn der? Zimmer! Wir werden es gleich sehen. So, jetzt erstmal der Ausgleich, das ist schon mal gut. Der ist einfach voll fett weggelaufen, ne? Wieso fällt denn der überhaupt nach links, wenn der Ball an ihm rechts vorbeigeht? Ja, weil du da hingedrückt hast. Nein. Ich drück dabei immer, ne? Ich hol, wenn du so allein auf mich zuläufst, hol ich ihn raus und versuche halt noch so zu reagieren. Aha. Also so mit dem hier und so A oder B, glaube ich. Ach, den wollte ich gerade auswechseln fast. Wie heißt der? Rodriguez. 45 und 50 und was hattest du? 12? Nee. Ich glaube doch 12 und 17, glaube ich, oder sowas. Jetzt kommen deine. Nein. Jetzt kommt meine mega krasse Offensive. Oh. Schau, das ist halt der Rotz beim Wechseln, ne? Scheiße. Ja, genau, scheiße. Nein. Alter. Das war natürlich keine Absicht. Nein. Ja, war es wirklich nicht. Oh. Zurück. Wohl. Das ist der neue Innenverteidiger, der ist noch fit. Achso, echt? Mhm. Hast du da einen Schuh erkannt, oder? Nö, am Namen. Bei Semyon hatte der Ronaldo noch grüne Schuhe an. Da haben wir gesagt, der mit den grünen Schuhen. Nein. Hä? Abseits? Freistoß. Ja, das war gerade die Situation. Ja. Ich weiß jetzt nicht, warum da. Vielleicht habe ich dich umgerannt in irgendeiner Form. Vorteil eher, Quatsch. Wahrscheinlich ja irgend sowas. Tätigkeit. Oh Leute, der kommt jetzt zu dir. Ja, genau. Ich hab nichts gemacht. Auf jeden Fall. Was ist denn das nächste Mal? Ajo. Der ist hingefallen, weißt du? Das ist spielt in Spanien. Genau. Manchmal finde ich. Du drängst mich volle Möhre ab und hinderst mich am Torschuss und da fällst du hin. Das war keine Absicht. Oh. Genau. Oh na. Ja, nicht der dir. Dem da. Nicht der dir. Dem da. Nicht der dir. Dem da. Kann der ich auch sicher haben, oder? Nee. Nicht? Ist mir scheißegal. Hallo, Herr Groß. Geht's gut? Das war halt, ich konnte nicht noch weiter laufen, das heißt, ich bin wieder abgefangen. Was mir aber extrem auffällt bei Spielen allgemein, dass die halt, das ist ein klares Foul. Und die meckern rum bis zum Gegner nicht mehr. Wird es vom Verein so gefordert, das ist, dass das, das ist aber machen echt auch müssen? So. Oder meinst du in echt? Ich meine in echt. Achso, ja. Da hat er sicher, siehst du? Ich glaube, das war Ronaldo. Bin nicht sicher. Kann auch Bale gewesen sein. Oh. Schauen sogar relativ ähnlich aus. Hey, der kam an. Mhm. Hätte nicht gedacht, dass er so mal da raus, vorne du. Geht. Oh, da! Was? Das war ein Schuss von dir, ne? Echt? Ja. Ich habe nichts gedrückt gehabt. Aber es wäre sogar faul gewesen. Ja. Wix. Was? Ein Rotz. Ein Wix. Ein. Ah! Was? War abseits. Das war sehr knapp, aber glaube ich. Ja, Hauptsache Nasenzucken. Ja, wissen wir doch. Oh. Ach so, okay. Ja. Der hätte einfach stehen bleiben müssen und dann erst. Hm? Ja, das ist so okay, geht sowieso raus. War eine schlechte Idee. Du müsstest jetzt, damit du vom Real Life her noch weiterkommen könntest. Oh, da müsstest du einiges an Toren schießen. Zwei. Nee, Quatsch, vier. Nee. Ja. Ja, gut, wenn man jetzt von eurem Spiel ausgeht, dann wäre ich ja sowieso schon verloren. Alter.
Warte mal, was haben wir denn noch im Petto? Das habe ich nicht gedrückt. Das war ich nicht. Ich habe so und so gedrückt, dass der eigentlich den anderen macht. Der kann den aber nicht mehr. Das gibt doch wirklich. War aber relativ schön rausgespielt, aber kannst du fast nicht verteidigen eigentlich. Tschu. Das ist natürlich jetzt schon ein bisschen deprimierend. Ja. Alter, das ist so eine Hexe. Aber ich verstehe nicht, warum der jetzt den Jubel gemacht hat. Karim. Ja, komm, mach mal Karim weg. Mach mal Karim weg. Ja, soll ich mal ein bisschen. Willst du uns auslaufen? Oh, ne. Oh, der spanische Stadionsprecher spricht Spanisch. Ah, ne. Oder. Wenn das geklappt hätte, dann hätte ich auch. Naja. Junge! Hä? Die ist mir hart auf die Nerven. Warum? Wer? Du? Warum? Ach ne, ist schon der wieder mit seinem schwarzen Strich auf dem Kopf. Warum? Hä? Abseits. Lol. Der war zu klein. Warum stehen die alle zu vorne? Genau. Oh, der kommt sogar. Oh, der kommt sogar zu mir. Nein. Ah. Ja, der kommt. Alter, Da vorne musst du nur. Es geht weiter übrigens. Der zerlegt mein Mikro erstmal, Alter. Da. Da vorne. Auch schade. Nee, du. Ja, der hat immer noch dabei. Nein! Ganz ruhig bleiben! Gut. Oh, nee. Ach, nicht gut. Was nicht gut? Du hast einen Ball, warum nicht gut? Ja, erstmal abwärts. Nee. Oh doch. Bleib ganz ruhig, muss ich hier feststellen, damit du nicht randalierst. Ich beiß gleich hier wieder in dein Mikro rein, ey. Bitte nicht, der fällt so wieder runter. Das ist doch Kacke. Oh, warte mal, das ist offen. Nee. Niemals, sah so aus. Die laufen, die. Alter, bis ich die mal gescheit gewechselt habe, ne? So wie ich sie haben will. Oh. Bitte, kurz. Also, ja, das macht er halt, wie gesagt. Macht er halt, wie gesagt, nur, wenn er wirklich. Das ist halt Computer. Der weiß das. Ja. Ja. Fußspitze. Warte, na. Halt doch. Oh fuck. Ach von. Kann er nicht schießen, der Dödel. Wir warten das. Weiß ich nicht. Ist mir auch egal. Oh. Ich komm mega auf. Nimmst du die Fünferkette raus? Nee. Lieber nicht mehr kassieren, aber. Verlieren kann er ja. Achso, ich hatte schon. Ja, Moment, dann lassen wir den Herrn Draxler doch nee, komm. Und nehmen den hier. Ich wechsel. So. Soll ich den Hüter am Ende auswechseln? Leute? Kurz der Spieler reintun. Erst wenn ich das 4-2 geschossen habe, dann. Ah, ich bin immer ein bisschen langsam. Oh, da hat er mit. Oh. Ich hätte mal die Sprint anfangen. Ich durch, ne? Komm! Nein! Nein! Hey! Paul! Nein! Ja! Das ist abseits! Nein! Oh! Warte! Der läuft da hinten ein! Achso, ich glaube, der ist verletzt. Der läuft einfach in der Gegend rum. War das nicht. Hey, das war doch abseits? Nein, der Laufende da, der ist der hat es komplett war der echt aufgehoben. Oh Gott. Ja. Also diesen Anblick müssen wir uns jetzt nicht anschauen. Samten im Hintergrund. Jawohl, der eingewechselte. Ja, Kevin Prince, Boateng. Ja, weißt du, wenn wir jetzt mal vom Real Life her denken, würde das ja völlig reichen. Für mich. Ja, logisch. Aber.
Einfach weil ich kann. Ein Tor hätte dir allein schon gereicht. Oh, fuck, er weiß es halt, ne? Das ist blöd. So. Ja, fuck, du schießt jetzt eh noch eins, weil ich. Ah, okay. Oh, geblöckte! Marcel, oh, der hat ein richtig geiles Tor geschossen im Hinspiel, also im Real Life. Ja, eine Frisur hat er auch. Hä? Eine Frisur hat er auch eine geile. Ja. Die hat ihm da geholfen. Ja. Sieht man. Abgefangen. Scheiße, jetzt haben wir es ein Geheimnis verraten. Nee. Ah ja, du Kleiner. Ein. Ach. Ja, da steht ja gar keiner. Das ist aber kacke. Was machen wir bei Unentschieden? Ja. So viel zum Thema Unentschieden. Kann der den? Ah, ne, okay. Ja! Jetzt fuck! Alter, ein Spiel mit Höhen und Tiefen, das ist der Wahnsinn, ey. Aber wie der den. Das ist halt. Das kann halt wirklich nur Ronaldo mit der vorne. Das war Bale. Ja, stimmt, ja. Das kann nur Ronaldo. Ja, gut, dann ist aber. Ja, gut, dann war's Bale. Aber der ist halt, wie der den vorbeigelegt hat, der ist so zack auf dem anderen Fuß. Ich dachte halt, oh, Scheiße, jetzt fängst du mich wieder ab. Richtig schlecht. Warum? Von mir. Also. Wer ist denn das da? Der Vierer da halt. Wer jammert denn da? Muss ich's auswechseln. Ramos. Gut. Was ist der Innenverteidiger, ne? Ne, ich will Kontra, oder? Warte mal, soll ich noch? Meinst du, soll ich totale Angriff drin lassen? Es hilft bei mir eh nichts mehr. Wahrscheinlich. Wie viel Nachspielzeit gab es? 4? 3? Ich weiß es nicht. Oh, okay. So viel gleich! Oh. Oh! Ja, wir waren aber schon relativ weit drin in der Nachspielzeit, ja. Deswegen hat es nichts mehr gebracht. Ach, Scheiße. Der hat irgendwie so ein Blatt gedrückt durch das Licht. Ja, hat er ein Tor geschossen überhaupt, Ronaldo? Nein, ne? Elfmeter. Okay, den Elfmeter, ja, aber ansonsten ist so aus dem Spiel raus nichts. Ne. Das war Bale, glaube ich, mindestens. Benzema, wo drin? Ja, ich habe 4 verschiedene Torschützen. Ja, ich auch. Wenn ich 4 Tore geschossen hätte. Hm. Ja, das war's dann mit dem. Weil kommt da noch Statistiken zum Quatsch? Ja, wenn du die anschauen willst. Ja, würde ich gern. Ja, tatsächlich. 107,1. Boah. Was schaut denn mit dir aus? Oh, Hundela 9-0. Hat der. Aber der Hundela hat nicht mehr Tor geschossen. Nö. Aber der hat die ganzen Vorlagen gemacht, oder? Bei mir halt so das Viereck da vorne. Ja, der hat 2 Torvorlagen gemacht. Ach, also. Deswegen, okay. Das war's dann mit dem, das war, ach, ich wollte gerade sagen, das dritte, aber es war ja das erste Rückrunden-Achtelfinalspiel. Wir werden natürlich auch noch die anderen 3 spielen und auch noch den ganzen Rest. Und ja, auf jeden Fall war es ein Spiel mit sehr viel Höhen und Tiefen. Erst hat er 2-0 geführt, dann 2-1 zur Pause, dann 2-2, dann habe ich, glaube ich, dann habe ich das 3-2 geschossen, dann er das 3-3 und ich dann zum Glück am Ende noch das 4-3. Aber ich glaube, das wird in Real Life auch sowieso real sowieso so machen. Die müssen ja nicht mal Torsch oder irgendwas schießen. Können also einfach hinten reinstellen. Ja, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und dann sehen wir uns beim nächsten Video oder nächsten Achtelfinalspiel oder dem nächsten Champions League Spiel wieder. Also, bis dahin. Ciao. Tschüss.